Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Oh, mein Akku ist auch bald wieder leer. Mit einem neuen Unboxing. Vor-Unboxing. Unboxing, ihr wisst es noch nicht. Nicht erschrecken, es ist nichts von Pearl. Und, oh, so was Großes. Nee, es ist was anderes. Ich gucke gerade nur, wo es aufgemacht wird. Und zwar hat mir der Heinz Thor was geschickt. Und zwar haben Heinz Thor und ich was zusammen gekauft. Also wir haben zusammen eingekauft. Meins ist schon da, seins noch nicht. Und ich habe euch ja gesagt, dass mit dem Wickeln jetzt in Angriff genommen wird. Und damit fangen wir auch bald an. So. Und dann werde ich das mal auspacken. Was hat er denn hier alle drin gemacht? So. Hoppala. Wir haben einmal ein USB-Kabel. Was ist das? LED. Stimmt bitte. Flaschen wollte er mir mitschicken, weil ich ihm... Flaschenschicke, eine LED-Lichterkette? Hä? Da sind die Flaschen, denke ich mal, drin. Das ist der Stromkabel. Genau. So. Da hat er mir seine Festplatte mitgeschickt. Da werde ich ihm was drauf machen. So. Hier ist der Stromkabel dafür. Der USB-Kabel dafür. Dann gucken wir hier oben noch mal rein. Weil ich mir jetzt einen ordentlichen Schwung Dings geholt hatte. Aromen. Bei Flavor Smoke. Und was haben wir denn hier? Ach, stimmt, das hat er ja auch reingepackt. Das hatte ich ja ganz vergessen. So. Und da hat er mir dann halt von sich Flaschen geschickt. Die sind schon gewaschen und leer. Und hoppala, da werden dann, logischerweise die Proben reingemacht. Und das Popcorn wollen wir ja auch noch. Er kriegt noch Popcorn von mir geschickt. Weil sein Popcorn hat nicht geschmeckt, also sein Liquid. So, jetzt werdet ihr euch wundern, was packt denn der Odin da aus? So. Hat Heinz gut verpackt? Richtig, richtig gut verpackt. Oh, hat er so beschriftet? Das ist ja nett. Danke, Heinz. Weil Heinz wird das Video bestimmt auch gucken, früher oder später. Ich werde Heinz natürlich auch nicht nur im Video danken, ich werde ihm nachher noch eine Nachricht schreiben. Ach, hier hat er extra Plasterin gemacht, dass auch nichts ausläuft. So. Aber hier noch. Da habe ich aber eine Menge von, ey. Weil das hört sich immer viel an, wenn man das dann so die Zahlen hört und wenn man dann hört hier 100 Milliliter. Na, komm her. So. Drei Flaschen muss ich noch auspacken und dann seid ihr auch da schon fast fertig. So, ich bräuchte euch eigentlich nicht alle zeigen. Ich zeige euch nur, was da drauf steht. Achtung, scharf, nicht pur dampfen. Hat er extra netterweise aufgeschrieben, Achtung, scharf, nicht pur dampfen. Und das steht auf allen drauf. Und das ist viermal die großen und immer so ein kleine Bülliken. Das ist, was der Heinz mir angemischt hat, pures Menthol. Das ist pures Menthol. Also das nicht pur dampfen. Das werde ich dann umfüllen in so eine Plasteflasche. Wenn die Plasteflasche jetzt leer wird, langsam irgendwann mal, habe ich dann hier was auf Reserve.
Und damit kann ich dann Liquid herstellen, beziehungsweise ich mache davon ein paar Tropfen in eine Basis drin. Oder ich mache davon in ein fertiges Liquid Night Dreams Erdbeer ein Tropfen auf 10 Milliliter. Hat man so einen kleinen, ein bisschen mehr als nur kleinen Mentholgeschmack. Das macht den Dampf nochmal ein bisschen kühler. Ist ein sehr angenehmes Dampfen, ein sehr schönes Dampfen. Ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Der Heinz, der hat mir das gesagt und ich konnte es nicht ganz glauben. Dann hat er mir da 10 Milliliter Kostprobe geschickt und ich habe es getestet. Und er hatte wirklich recht. Er hatte ungelogen recht. Und jetzt kommen wir natürlich dazu. Ja, müsste ich erstmal den Aufkleber wegmachen, dass ihr das seht. Die Tasche, ich kann so viel verraten, die Tasche war mal in der alten Version, war sie mal blau. Jetzt ist sie schwarz, da steht Hotzig drauf. Hinten haben wir dann noch so einen QR-Code und da könnt ihr sehen, was das ist. Der Flashy. Ich denke mal, ich mache eh ein längeres Unboxing. Dann könnt ihr mal sehen, was da auf euch zukommt. Ich muss den, wie gesagt, auch noch putzen. So, wir haben dabei den Plexiglas-Tank. Na, Plexiglas nicht. Ach hier, das ist das, was Heinz gesagt hat, dass das der eine O-Ring so ein bisschen locker ist, aber der schiebt sich ja dann wieder rein, wenn wir das erste Mal den machen. Hier haben wir den Flashy. Ach, oh Scheiße, ist der eng. Und ich habe mich für den Klon von Hotstick entschieden, weil der als der beste Klon auf dem Markt zählt, weil ich kann es mir echt nicht leisten, den Original zu kaufen. Leider, ich würde mir den gerne Original holen und ich spare auch drauf, dass ich mir den Original holen kann. Aber erstmal muss ich mit dem Klon vorlieb nehmen und da die Airflow ist halt beim Klon etwas größer, bei dem von Hotzig jedenfalls. So, dann habe ich hier noch ein Tütchen mit, oh, da sind aber ein Haufen Ohrringe drinne. Seht ihr das? Ein Haufen Ohrringe. Dann hier so ein Schraubenzieher. Zwei Fertigwicklungen sind mit drin. Und sogar die Stecknadel ist mit drin. Und die Silikatschnur. Okay, das war's. So, jetzt bauen wir den Flashy mal auseinander. Ich bin mal gespannt, ob ich den überhaupt auseinander kriege hier. Ist ja das erste Mal, dass ich den Flashy hier, ich werde euch mal ein bisschen hier rumholen. So, erste Mal, dass ich den Flashy jetzt hier auseinandernehme. Oh, der Drip-Tip sitzt aber schön fest drauf. Finde ich gut. So, dann haben wir das als Schraubteil. Ich muss den sowieso nämlich erstmal waschen. So, und dann haben wir hier natürlich, das ist die Top-Cap mit dem Schnorchel. Der O-Ring sieht auch sehr fest aus und sehr gut aus. Hier passen auch problemlos die Originalteile ran. Also könnte ich mir beim Arthur schon mal original diese Verlängerung holen, um einen längeren Tank zu haben. Och, die Gewinde fassen sich ganz normal an, nicht scharfkantig. Riecht auch nicht schlimm, irgendwas. So, hier mal das. Und dann wird das abgezogen, genau. Und da haben wir dann hier natürlich die einzelnen Teile. Sieht sehr schön aus. Ich kenne den Originalen jetzt nicht, aber er sieht sehr gut aus. Da haben wir einmal den Boden. Dann haben wir, hier ist praktisch der Zugang zum Tank. Dann haben wir das erste Zwischenstück. Dann haben wir das zweite Zwischenstück, das wir auch austauschen können gegen Plexiglas ist das nicht. Ich habe es vergessen. Makrolon-Tank. Gegen einen Makrolon-Tank. Dann kommt die Top-Cap und dann kommt der Drip-Tip. Den werde ich jetzt erstmal sauber machen. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Und ja, dann werden wir die Tage, werden Heinz und ich das Ding wickeln. Ich verabschiede mich. Danke Heinz fürs Mitbestellen. Ahoi, sagt euer Odin.